Mangelhafte Sicherheit. Bei zwei Elektrogrills flogen im Test heiße Glasscherben durch die Luft. Es gab aber auch gute Geräte im Test. Viele Elektrogrills sind besser als ihr Ruf. Ein saftiges Steak in etwa 7 Minuten perfekt gegrillt. Mit manchen Kontaktgrills ist das möglich. Das Prüfinstitut hat unter anderem die Zeit ermittelt, die die Geräte benötigen, um ein 2,5 cm dickes Steak auf eine Kerntemperatur von 85 Grad zu bringen. Gut gegrillt hat beispielsweise der Tefal OptiGrill. Er arbeitet mit Automatikprogrammen und zeigt sogar den Garzustand an. Anders als Kontaktgrills benötigen Flächengrills mit 17 bis 22 Minuten viel länger für ein Steak. Die Gleichmäßigkeit der Bräunung wird mithilfe von Toastbrotscheiben ermittelt. Dieses Gerät kann weniger überzeugen. Bei zwei der Kontaktgrills ist die Grillfläche so stark angeschrägt, dass Würstchen leicht herunterkullern. Käufer sollten auch darauf achten, dass die Grillfläche sich zum Reinigen entfernen lässt. Viele Flächengrills haben heute einen Glasdeckel. Das sorgt für kürzere Garzeiten. Ein gravierender Mangel zeigte sich in den Sicherheitsprüfungen beim Philips HD6360 und beim Severin PG8527. Im Test wird ein defektes Thermostat simuliert. Dazu wird der Temperaturregler von einem Prüfingenieur überbrückt. Wird dann der Grill wie vom Anbieter empfohlen, mit geschlossener Scheibe und maximaler Reglereinstellung aufgeheizt, erhitzt sich die Glasscheibe schon nach wenigen Minuten so stark, dass sie bei zwei Testgeräten zerspringt. Heiße Splitter fliegen dabei durch den Raum. Die eingebaute Temperatursicherung unterbricht die Stromzufuhr nicht bei jedem Gerät rechtzeitig. Das Urteil für die Flächengrills von Philips und Severin: mangelhaft. Alle Testergebnisse zu 16 Elektrogrills gibt es in der Juni-Ausgabe der Zeitschrift Test und im Internet unter www.test.de/grill.